Willkommen in meiner Küche bei der Zubereitung einer Zitronencreme oder auch Lemon Curd genannt. Wir benötigen 6 Bio-Zitronen, 280 Gramm Zucker, 4 Eier, 80 Gramm Butter, 2 Prisen Salz, 2 Päckchen Vanillezucker und 200 Gramm Zitronensaft. Wem die Menge zu viel ist, der kann es auch halbieren. Die Zitronen mit dem Sparschäler dünn abschälen und anschließend die Zitronen auspressen. Das habe ich auch schon fertig gemacht. Als erstes geben wir die Zitronenscheiben in den Mixtopf. Geben unseren Zucker dazu. Und stellen das alles circa 15 Sekunden auf Motorstufe 9. Schauen wir mal, ob das schon fein genug ist. Ich klopfe das alles wieder ein bisschen runter. Das kennt ihr ja schon. Ich zeige euch mal das Ergebnis. So schaut es aus. Ich habe gerade gesehen, da sind noch größere Zitronenstücke bei. Deswegen stelle ich es nochmal an. Und zwar benutze ich jetzt kurz die Turbo-Funktion. Circa 10 Sekunden nochmal. Ja, ich hole mal eben meinen Schaber wieder dazu. Das ist jetzt okay. Ich hole auch direkt den Rest eben von der Seitenwand runter. Jetzt kommen die restlichen Zutaten alle dazu. Bei dem Zitronensaft natürlich aufpassen, dass die Kerne nicht mit reinkommen. Das Lemon Curd hält sich ungefähr 4 Wochen im Kühlschrank. Wichtig ist halt nachher auch in saubere und sterile Gläser einfüllen. Schon habt ihr einen leckeren Brotaufstrich für euch selber oder auch zum Verschenken. Oh, jetzt hätte ich beinahe das Salz vergessen. Viel braucht nicht mehr rein, nur 2 Prisen. So. Das Ganze nun für 17 Minuten ohne Messbecher. Temperatur 90 Grad und Motorstufe 2. Wir nehmen wieder unser Garkörbchen und legen jetzt bald schon drauf, so ein bisschen als Spritzschutz. Die 17 Minuten sind rum. Jetzt nehmen wir vorsichtig unser Garkörbchen runter, setzen den Messbecher wieder auf und stellen das Ganze nochmal für 30 Sekunden auf Motorstufe 5. So, unser Lemon Curd ist fertig. Meine Gläser haben jeweils einen Inhalt von 230 Milliliter. Aufpassen. Deckel vorsichtig abnehmen. Es duftet herrlich, also da gibt es nichts. So schaut es aus. Da sehe ich auch schon eine Brandstelle. Also Temperatur wieder runterdrehen. Ruhig bis ganz oben einfüllen. Denn das sackt hinterher alles noch ein bisschen runter.
Ja, ein Glas kriege ich nicht mal mehr bis zur Hälfte gefüllt. Den Mixtopf werde ich gleich erstmal gut einweichen. So, ich stelle einmal zur Seite. Jetzt nur noch die Deckel drauf geben, verschließen, kalt werden lassen und dann im Kühlschrank aufbewahren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und lasst es euch schmecken.